So, es ist gerade Tag. Wie sieht's aus? Ich habe mir gesagt, dass wir hier mit dem roten Material weiter bauen wollen, obwohl wir hier auch eine rote Hütte haben, aber das macht nichts. Die sind ein bisschen weiter auseinander. Beziehungsweise, ich guck mal eben, was wir hier dann so machen. Im Prinzip wäre das ja für so eine Magier-Geschichte ja gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn er hier seinen Braustand kriegt und hier so ein bisschen so eine eigene Farbe bekommt. Zumindest mal im Sockel vielleicht. Brauchen wir dann die Axt? Haben wir hier aus Stein. Ich meine, da weiß man wenigstens gleich, was da los ist, ne? Dass das hier so ein bisschen... Also machen wir hier den Kleriker, würde ich sagen. Mit dem Braustand, ne? Den könnten wir dann ja für uns ja auch benutzen dann. So, dann kommt der gleich hier so... ans Kopfende, würde ich sagen. Ach, siehste. Der hat schon gesucht, ne? Der hat schon gelauert, ne? Der wusste gar nicht so richtig hier wohin. Ja, Wahnsinn, wie schnell das geht, ey. So. Ja, der ist schon am Produzieren hier, ne? Was braucht der hier? Die Merrills und die Rotten Flash können wir hier loswerden. Das ist ja super. Da haben wir ja auch ein bisschen was von. Na, mal sehen, da bin ich auch mal gespannt. Da kriegen wir vielleicht ja auch... Das passt ja von der Farbe her ja auch, wa? Das ist ja genial. Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass der tatsächlich so aussieht. Na, dann haben wir ja das alles richtig gemacht hier. Klasse. Ja, ne? Hier, ich wollte... da noch so eine Werkbank eben hinsetzen. Haben wir gerade nicht. Dann überlege ich Holz hier mit dem dann. Dann machen wir das Dunkle. So, jetzt bleibt mal eben hier drin. Na, jetzt müssen wir den mal irgendwie mal beiseite schieben, so. Steht auch immer hier irgendwie im Weg rum. Also. Alles klar, ne? Dann hat er das. Würde ich sagen, dann bekommt er hier so ein helles Dach. Oder wir bauen das in dem Lila. Müssen wir mal ausprobieren, wie das aussieht. Ich mache erstmal nur hier so 6 Stück. Aber das könnte natürlich interessant aussehen. Ne? Aber jetzt hier sagen... Naja, komm, das machen wir. Naja, das machen wir jetzt so. Da brauchen wir dann ja ein paar mehr. Wir hier auch mal ein bisschen Farbe reinkriegen hier in die ganze Siedlung. So, hier ist ja schon richtig was los, ne? Guck ich mir nachher an. Ich baue erstmal hier die Hütte mal eben zu Ende.
Haben wir noch Erde? Die habe ich jetzt komplett weggepackt, glaube ich. Ja. So, dann nehme ich mal im Holz. Jetzt habe ich mich verbaut. Ich wollte hier gar kein Satteldach machen, sondern hier dieses Umlaufende hier. Ich weiß gar nicht, wie das heißt hier. Walmdach oder keine Ahnung. Machen wir mal so. Ja, das passt. So wird schon wieder dunkel. Haben wir da noch ein paar Laternen? Hier noch normale. Wieder so ein kleiner, ne? Ja. Naja, hier, ja. Schnapp dir mir das Bett weg. So, kriegst du noch ein Licht. Ich pack das jetzt erstmal eben da drauf. So, habe ich noch Glas? Ja. Ja, so, da könnte ich mir jetzt tatsächlich vorstellen, auch mal hier so eins von den farbigen auch mal reinzusetzen. Hier so ein blaues zum Beispiel hier, dass das mal so ein bisschen, ne, dass der hier so eine farbige Geschichte hier mal bekommt. Ich denke mal, dass das Ganze okay ist, ne? So. Mal dran und dann bekommt der hier so eine, ja, so eine Potion hier. Erstmal. Okay, ich geh mal schlafen. Hier ist richtig was los, ne? Zwei Golems. Die Katzen müssen wir dann auch mal eben sehen, dass wir die nochmal vermehrt bekommen. Achtung, Creeper. Die Bienen, also hier ist richtig was los. Gute Nacht. So, ich wollte mal eben nach den Laternen mal eben schauen. Das waren ja die normalen. Und dann hatte ich doch auch noch die hier. Die Sealed Lanterns. So, die Bienen sind wieder fleißig hier am Honig produzieren. Ist auch schon wieder voll, ne? Das geht richtig nach vorne hier. Auch hier. Auch da auch. So. So, mal hier gucken. Ja. Läuft. Na, die Hütte. Das ist wirklich nee, ist klasse. Ja, die andere daneben, mal sehen, dass wir die nicht zu groß dann wirken lassen. 5x5, oh, das geht. Also die ist nee, das passt.
Da müssen wir nochmal eben sehen, dass wir da noch ein bisschen Licht noch irgendwie ranbekommen hier mit den Laternen hier. Das klappt nicht immer so ganz. Das passt dann nicht immer, ne? Hier mit den... Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass man auch mal hier sowas macht. Sowas runtergezogen ist. Also nur mal so zum Ausprobieren. Ist ein bisschen tief, ne? Beim Senior. Oder was? Also ich denke dann wohl eher da oben, ne? Und dass wir vielleicht hier nochmal diese Geschichte mit den Fensterläden nochmal ausprobieren. Das ist okay. Machen wir hier auch. Da machen wir hier ringsrum hier diese Geschichte mit dem Holz nach oben versetzt. Naja, doch, das ist irgendwie klasse. Das passt. So, da haben wir jetzt die normalen Laternen. So. Ja, klasse. Ja, das passt. Da kann er sich dann richtig... Ah, hier. Kann er sich richtig austoben hier. Dann also hier Rotten Flash, müssen wir mal eben sehen. Dass wir das mal eben eintauschen hier. So, das haben wir doch hier, ne? Ja, 64, haben wir richtig viel von. Packen wir das Holz mal eben komplett weg und gehen mal auf das Rotten Flash. Und dann hatten wir ja auch noch hier diese Clay-Geschichte hier mit dem, hier bei dem Mason, ne? So. Okay. 32, ne? Okay. Aber für den Emerald? Ja. Da guckst du, wa? Haben wir 3 Stück. Zu Hause haben wir auch noch Rotten Flash, ne? Da haben wir jetzt nicht genug. 23. Na, gehen wir mal zu dem... Hier eine Tür braucht er noch. Gehen wir mal zu dem... Steinmetz. So, wir nehmen die Eichentür, würde ich sagen. Oder kriegen wir sogar hier aus dem Holz was raus? Ich glaube nicht, ne? Doch. Das machen wir. So. Ziehen wir hier den Boden durch und machen hier diese Tür. Na, willst du raus? Ja, das ist doch mal klasse hier. Also das ist wirklich gut. Ich überlege, das jetzt einfach mal eben nochmal auszuprobieren, ob wir hier auch die... Ja, die kriegen wir auch. Ne? Dann machen wir gleich mal hier 4, 6, mache ich gleich mal 8 Stück. So, und die würde ich dann auch mal ausprobieren. Dann hat er hier so eine richtig bunte Hütte. Was will da raus, ne? Also das, ja, würde ich sagen, das ziehen wir mal so durch, ne? So. Das passt.
vielleicht hier auch noch, ne? Dann haben wir es so richtig konsequent. Aber da kann man ruhig noch mehr von holen, von diesem Holz. Das gefällt mir. Oh, passt, ne? Das ist hier richtig schön passend hier mit der Farbe. Alles klar, ne? Dann werd mal kreativ.